Hallo zusammen, willkommen beim Floralen Genusshandwerk. Ich möchte euch heute einen weiteren Adventskranz zeigen, der in seiner Arbeit schon aufwendig und auch anspruchsvoll ist, aber nichtsdestotrotz könnt ihr den natürlich auch gut nacharbeiten. Ich werde ihn euch heute Schritt für Schritt zeigen. Das wird ein bisschen Zeit brauchen, aber ich denke, wenn ihr das dann wirklich Schritt für Schritt auch seht, könnt ihr das mit den Materialien, die ich jetzt hier habe, aber auch mit euren individuellen Materialien, die ihr noch vielleicht zu Hause habt oder auch noch dazu kauft, wunderbar auch entsprechend umsetzen. Und das ist das Wichtigste überhaupt. Genau. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, weil es dauert auch ein bisschen. Und ich freue mich, wenn ihr einfach dabei seid und einfach schaut, wie dieser schöne Adventskranz, besondere Adventskranz, dann nachher fertig aussieht. Auf geht's und wir fangen zusammen an. Ja, bevor wir anfangen, möchte ich euch einmal ganz kurz eben zeigen, was wir an Materialien brauchen, damit wir diesen Kranz anfertigen können. Und wir fangen auch direkt hier an. Und zwar habe ich hier eine Pflanze, das ist die Goldteria procumbens, nennt man die. Es ist, glaube ich, auf Deutsch heißt sie Schönbeere, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Die ist überall zu bekommen, jetzt in Floristengeschäften, auch in Gartencentern und dergleichen. Dann habe ich hier außergewöhnlicherweise Christrosen, die in diesem Altrosé und in diesem leichten Cremeton nachher wieder zu dem ganzen Gefüge sehr gut passen. Ein paar sind auf jeden Fall mit drin. Dann habe ich hier Eukalyptus, ne, sehr schön eingefärbt in einem ganz tiefen Braun-Bordeaux-Ton. Daneben ist dann Flachs in Violett eingefärbt. Was natürlich da überhaupt jetzt in diesem Kranz nicht fehlen darf, sind Kugeln, Weihnachtskugeln in verschiedenen Farbtönen, von Rosé über Violett ins Rot. Dann habe ich hier Hortensien, auch wieder sehr schöne, eingefärbt. Dann gibt es nochmal sehr schöne Weihnachtskugeln. Das sind diese hier, so richtig schön auf alt gemacht in Rosé. Ja, dann mein getrockneter Holunder. Der ist natürlich auch einfach nur sehr schön und passt jetzt auch zu dem Typus Kranz. Dann habe ich hier noch Allium, die Trommelstöcke, ein paar. Dann hier die Dahlien, die sind jetzt aus Seide. Dahinter es sieht aus wie Physalis, ist natürlich eine Kunstblume, aber ich finde sie in ihren Farbchangierung, sage ich jetzt mal, von diesem schönen Weinrot bis in dieses Creme rein einfach super schön und die passen da auch sehr gut zu. Es gibt ein paar goldene Blätter, dann das Grün von der Pfingstrose, dann gehen wir hier weiter. Wir haben dann hier nochmal eine Thuja, ein Thuja Grün, das ist jetzt die kompakte Sorte. Da kann man natürlich dann auch jederzeit jedes andere Grün nehmen. Ja, was ist wichtig? Die Basis für unseren Kranz ist mal wieder Blätter. Diese Blätter sind, wie gesagt, von meinem Lieblingsbaum. Einer meiner Lieblingsbäume, das ist, wie gesagt, der Tulpenbaum, ne, Liriodendron tulipifera. Da habe ich jetzt hier schon Blattbündelungen zusammengelegt und das wird die Unterlage, die unterste Unterlage vom Kranz sein. Dann brauchen wir noch Moos, das ist hier. Ganz normales Lappenmoos, das ist schon getrocknet. Kranzunterlage natürlich eine kleine, Strohrömer und eine große Unterlage. Also das wird ein Kranz sein, wenn der nachher auf dem Tisch liegt, hat der locker ja so seine 40, ja eher fast 50 cm Durchmesser. Also wenn man dann eine große Tafel hat, ist es super. Man kann den aber auch auf einem kleineren Tisch oder auf einem Sideboard-Tisch oder irgendwo entsprechend nachher trotz seiner Größe bestimmt sehr, sehr gut unterbringen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Kerzenhalter und natürlich Kerzen. Ohne Kerzen gibt es kein Advent, kein Weihnachten, keine dunkle Jahreszeit. Nach der Zeitumstellung heute und dem Eintritt dann morgen ins Novemberwetter passt es dann super gut, wenn wir dann mit wunderschönen Materialien jetzt hier in diese Zeit reingehen und adventlich, weihnachtlich arbeiten können. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man dann im November zum Beispiel noch ein paar Kerzen im Vorrat hat,
den Kranz sich jetzt einfach schon zulegt und dann auch einfach mal eine Kerze anmacht. Ich bin da auf jeden Fall ganz schmerzfrei und ich finde, man muss es einfach so, wie man es dann gemütlichkeitshalber und Wohlfühlatmosphären mäßig dann braucht, sollte man sich dann auch einfach die Zeit nehmen, dann auch seine Dekoration im Haus zu genießen. Okay, ich gehe rum zum Arbeitstisch und dann geht's los. Auf geht's und bis gleich. Auf geht's! So, ich habe ja hier die Kranzunterlage, also eine große Unterlage. Die hat ungefähr einen Durchmesser von 45 cm und hier kommen jetzt diese gesammelten Blätter drauf. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier diese Blätter ja aufeinander geschichtet und ich zeige euch jetzt, wie es geht, dass man dann hier entsprechend weiterarbeiten kann. Für diese Arbeit brauchen wir ganz normale, einfache Haften. Das sind hier diese gebogenen, eckigen, die reichen vollkommen aus. Wir nehmen einfach ein paar Blätter. Und zwar ist es wichtig, egal ob ihr diese Blätter habt oder andere, ihr schichtet einfach diese Blätter nach Größenordnung, das seht ihr hier auch. Schichtet ihr ruhig so 5, 6, 7, 8 Stück aufeinander. Und dann fangt ihr an, indem ihr bei dem Kranz, wenn ihr hier auf der Seite anfangt des Kranzes, dann legt ihr nicht das Blatt ganz gerade an, sondern leicht schräg. Ne? Also leicht schräg anlegen und dann mit der Hafte so rein. Das ist schon das Erste. Das Zweite geht dann einfach ganz normal obendrauf. Und wenn dann hier diese Stiele zu lang sind oder auch zu stark sich nach oben gehen, dann auch einfach die Stiele nochmal eben in der Hafte fixieren, damit die nächsten Blätter dann nicht so dermaßen oben nach oben sich hochziehen. Das nächste, also einfach dann hier oben drauf setzen, gerade wieder mit einem Hafte fixieren. Wichtig ist dabei, ich hoffe, ihr könnt das sehen, dass ihr immer genau da, wo die Mittelader des Blattes ist, dass ihr genau da in der Mitte dann entsprechend reinstecht. Und dann habt ihr nämlich alle Blätter in der Mitte auch getroffen und dann hält das auch sehr gut auf dem Kranz. So, nach innen rein, weil da die Rundung ja kleiner ist, brauche ich nicht jedes Mal eine ganze Blattreihung entsprechend aufsetzen. Und da ist es dann so, dass ich dann hier jetzt nach innen nochmal leicht auch wieder schräg das Blatt ansetze. Und auch hier wieder direkt beim Mittelnerv der Blätter entsprechend hier das Ganze ansetze. So habe ich jetzt hier eine wunderschöne, tolle Form. Und die Blätter sind wie Schuppen, wie Fischschuppen, dann alle schön gleichmäßig. Und das macht man jetzt bei dem ganzen Kranz bis zum Ende durch. Nachher, wenn dann der Schluss kommt, nehme ich einfach bei den letzten Blättern die ersten Blätter ein wenig hoch, setze hier dann die Stiele drunter und mache dann hier einfach eben eine Hafte dran und dann liegt das direkt unter dem Ansatz der Blätter. Den Kranz, wenn ihr mit Blättern arbeitet, die frisch aus dem Wald oder wie gesagt frisch aus dem Park kommen, die man sammelt, da wäre es wichtig, dass man diese Blätter ruhig ein, zwei Tage als Kranz im Haus einfach trocknen lässt. Dann haben die nämlich eine sehr schöne, kruselige Struktur, das heißt, sie ziehen sich ja noch zusammen, trocknen und dann hat man auch nicht die Gefahr, dass wenn da jetzt noch Materialien draufkommen und die Blätter sind feucht, dass es dann nachher da Fäulnisse oder ja, Schimmelansätze gibt und dergleichen. Das ist schon wichtig, sieht auch viel schöner aus. Genau, das wäre das, was die Grundbasis ist. Das ist der Kranz. Als nächstes, wenn wir dann, wie gesagt, das hier alles fertig haben, kommt auf dem Kranz ein weiterer Kranz. Kranzunterlage ist etwas kleiner als der Hauptkranz. Und auf diesem Kranz wird jetzt dann mit Lappenmoos gearbeitet. Das Lappenmoos könnt ihr kaufen. Diese Kränze gibt es allerdings auch. Entschuldigung. Die Kränze gibt es auch, aber schon fertig gearbeitet als Mooskranz und kann man dann natürlich auch auf den Kranz einfach aufsetzen. Wenn ihr Lappenmoos kauft, das ist ja schon getrocknet, wie gesagt, es ist sehr dünn. Und das kann ich euch noch kurz zeigen.
So sieht es aus. Und das legt ihr dann einfach, wie gesagt, hier so drauf. Ne? Nehmt euch einen Schmuckdraht, einen braunen. So, und dann wickelt ihr das einfach so drumherum und habt dann nachher dann hier diese schöne Kranzform. Genau. Gut. Das ist der zweite Teil für die Grundkonstruktion. Wenn wir dann diese Unterkonstruktion getrocknet haben, den Mooskranz entsprechend fertig haben, den oben drauf setzen, dann ist es wichtig, dass wir natürlich wieder die beiden Kranzunterlagen miteinander verbinden. Das heißt, wir werden wieder Schaschlikspieße, Tonkenstäbe, was auch immer, nehmen und die entsprechend hier in den Kranz reinsetzen. Den Rest des Stabes kann ich dann einfach mit der Rosenschere abschneiden und schon habe ich eine schöne, super feste Kranzunterlage, die dann ideal ist, um jetzt mit dem Gestalten anfangen zu können. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ich zeige jetzt mal, wie es mit meinem vorbereiteten Kranz aussieht. Und dazu werde ich den jetzt mal rüberholen. Und dann geht's los. Ja, so sieht jetzt die Kranzunterlage aus. Die untere, da unten das untere Kranzblattwerk ist getrocknet. Da oben drauf ist dann hier diese Moosunterlage drauf gekommen und jetzt würden wir dann als nächstes die Kerzenhalter reinstecken. Genau, das ist das erste, das nächste Wichtige, weil wir als erstes die Kerzen positionieren, dass die gut in einem Quadrat stehen, also vier Kerzen sich genau gegenüberstehen dann auch, ne? Und das sind die Halter, das hier sind die Halter und dann kommt natürlich entsprechend die Kerze rein. So, in den Kranzunterlage rein. Genau, diese hier ist besonders fest. Ja, und schon haben wir die Kerzen stehen, die richten wir erst ein bisschen aus, wie gesagt, damit die dann schön gleichmäßig zueinander stehen. Hier habe ich jetzt schon Kerzen in einer größeren Größenordnung drin. Das sind richtig lange Kerzen. Ja, die brennen dann auch eine ganze Zeit. So, und jetzt geht's zum den Details. Das ist jetzt hier der Anfang, den ich schon mal gesteckt habe, damit ich euch zeigen kann, wie das aussieht. Wir haben ja gerade die ganzen Einzelmaterialien gesehen und die werden jetzt in erster Linie fast nur auf dem grünen, auf dem kleineren Teil des Kranzes gearbeitet, aber wir gehen auch so ein bisschen in die Blattkranzunterlage rein, um dann auch so ein bisschen Längen haben und ein bisschen locker arbeiten zu können. So, und jetzt zeige ich euch, ne, Schritt für Schritt, wie wir dann vorgehen und welche Materialien dann immer im Wechsel dann auch gearbeitet werden, damit das Ganze dann nachher auch schön stimmig aussieht. Auf geht's. So, wir hatten ja hier schon den ersten Teil, den ich euch schon gerade gezeigt habe, der ist schon vorgearbeitet. Wir haben jetzt hier noch diese schönen Papier, Rosetten drin, die habe ich jetzt hier nochmal. Das sind die hier. Die kann man natürlich bekommen. Da sind so zwei Magneten dran. Das sind so Papier-Rosetten. Die kann man dann einfach auseinandernehmen und dann haben die einen Magneten. Das kann man reinsetzen, muss man aber nicht. Also, wie gesagt, wenn ihr noch Materialien zu Hause habt und sagt, da möchte ich jetzt was mit arbeiten, dann passt das wunderbar. Es geht los. Also, wir haben jetzt hier angefangen mit den Gaultherien. Wir haben hier ein bisschen Hortensie, hier nochmal die Gaultherien und hier diese Kunstfrüchte und hier haben wir Kugeln. Und ich werde jetzt einfach loslegen und ihr guckt einfach zu und seht, wie das sich dann Stück für Stück entwickelt. Was nochmal wichtig wäre, ich brauche jetzt hier für diese Steckarbeiten diese langen Efeunadeln, weil die einfach dann mehrere Sachen, die ich dann mal übereinander setze, auch besser festhalten. Und damit eure Fingerchen nicht kaputt gehen, so wie meine dann auch, weil das ist druckmäßig doch eine ganze Menge, weil die Unterlage hier zum Beispiel jetzt sehr hart ist, dann könnt ihr nachher mit der Rosenschere sehr gut dann nachher einfach nochmal den letzten Rest dann, ne, wenn der noch hoch steht in der Unterlage, einfach nochmal mit einer Schere oder mit dem Stock, was ihr gerade habt, dann einfach nochmal in die Unterlage reindrücken und dann ist das Ding super fest. Okay. Ja, wir haben jetzt hier und dann muss man immer gucken. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier eine Pfingstrose habe und hier habe ich Hortensien, hier wieder Kugeln, dann habe ich jetzt hier diese Papiersache,
Dann muss ich jetzt gucken, dass ich hier nochmal einen Füller reinkriege und das Ganze letztendlich über den ganzen Kranz eigentlich in seiner Art wiederhole. Okay, also, dann legen wir mal los. Das noch mal ein bisschen, damit ihr da ein bisschen besser gucken könnt. So.
So, ich arbeite den Kranz jetzt noch mal ein bisschen weiter und dann zeige ich euch gleich noch mal, wie der Abschluss geht und vor allen Dingen, wie dann nachher noch die Feinheiten, die Details dann noch mal speziell eingearbeitet werden. Also, bis gleich. Ja, so. Hier sind wir jetzt am Ende des Kranzes. Das heißt also, hier werden jetzt die letzten Drähte noch reingesteckt. Jetzt geht es darum, einfach nur noch das Ende zu füllen. Wenn wir jetzt mal so gucken, wir haben ja jetzt rundum, wie gesagt, immer im Wechsel, ne, das entsprechende Material genommen. Also mal eine Kugel, mal ein bisschen Gaultheri, dann eine Seidenblüte, dann wieder eine Hortensie, so ein bisschen zum Füllen. Wie soll ich euch das sagen? Also es ist so, dass ich während des Steckens einfach nur gucke, passt es oder passt es jetzt nicht. Ne? Also natürlich kann man jetzt zeigen, wie man das hier steckt. Letztendlich ist es aber so, dass ihr dann einfach vom Gefühl her einfach gucken müsst, so, jo, das ist jetzt hier für mich stimmig. Wichtig ist eigentlich nur, dass ich euch zeigen kann, wie ihr letztendlich eigentlich vorgeht, dass ihr mit einem Material eigentlich anfangt, dass ihr die leichten Materialien, so wie das hier, dass ihr das natürlich ein bisschen leichter nach vorne rausnimmt oder so wie diese kleinen Trommelstöcke, dass die nicht ganz eng nach innen reingezogen werden. Ich denke, das ist wichtig. Es ist wichtig, dass ihr Ruhepole habt. Das heißt zum Beispiel, dadurch, dass wir die Kugeln drin haben oder dass wir hier diese Fruchtstände drin haben, diese aus Kunst oder die Dahlien, das sind immer Teile, die in so einer Kranzgestaltung Ruhe reinbringen. Und das ist ganz wichtig, dass die im Wechsel immer wieder auftreten oder was jetzt natürlich sehr praktisch ist, wenn man zum Beispiel so eine Hortensie hat als Füller, ne, wenn dann so ein paar Elemente, so wie hier jetzt, ne, wo wir das den Endstück haben, wenn ich nämlich jetzt hier noch eine Hortensie reinsetze, dann ist das eine super Sache, ne? Dann habe ich das nämlich schon direkt abgefüllt. Das wird jetzt aber noch nicht reichen, weil ich nämlich dann jetzt hier gleich noch auf jeden Fall noch eine Kugel mit reinsetzen werde, damit das Ganze hier auch noch mal farblich sich entsprechend abwechselt. Und dann zeige ich euch gleich, wie es dann hier in der Mitte weiter reingeht, weil da ist ja noch der grüne Freiraum. Da hinten seht ihr, da fehlt auch noch ein kleines Stückchen. Und dann zeige ich euch, wie es dann jetzt hier weitergeht. Hier werde ich jetzt noch eben die Hortensie reinsetzen. Da brauche ich ja, wie gesagt, einfach nur hier diese lange Nadel. Die wird jetzt hier nochmal festgesetzt. So, und dann ist das hier schon dicht. Und jetzt suche ich noch eine schöne Kugel, die dazu passt. Jetzt habe ich ja hier einmal rot, dann hier dieses intensivere. Also kommt jetzt hier gleich noch eine hellere Kugel auf diese Hortensie, so seitlich draufgesetzt. Und dann ist der Kranz soweit fertig. Ja. Ich werde das jetzt noch eben kurz feststecken und dann zeige ich euch, wie es dann mit dem Innenraum weitergeht und vor allen Dingen nochmal zwischen den Blättern, wie wir da noch so ein paar kleine Highlights reinkriegen. Bis gleich. So, ja, der Innenkreis, wie gesagt, der wird jetzt noch gleich gefüllt. Worin geht es mir jetzt noch? Ich möchte euch noch kurz erklären, wir haben ja jetzt hier, wie gesagt, diese Trommelstöcke drin, die seht ihr hier unten. So, und hier in diesem Bereich habe ich jetzt gerade beim Stecken festgestellt, habe ich gar keine drin. Und das kann ich jetzt aber noch nachträglich machen, indem ich nämlich jetzt noch die einzelnen Materialien hier nehme und einfach hier nochmal in die Unterlage zwischen den Materialien so stecke. Das ist so stramm, dass das jetzt, weil das ja ein leichtes Element ist, es ist eine Trockenblume, sich locker aufgrund der ganzen verschiedenen Sachen, die jetzt mit Drähten und Zweigen versteckt sind, auch dann auch sehr, sehr gut festhält. Genauso habe ich das hier. Hier fehlt jetzt noch was. Das nehme ich dann einfach so und setze das jetzt hier einfach rein. Und ihr seht, das geht ganz leicht, dass man das jetzt hier so ein bisschen noch raussetzen kann. Okay. Ja, die nächsten Highlights, die ich euch jetzt noch zeigen möchte, das sind nämlich jetzt dann noch die zusätzlichen Sachen, die man machen kann. Und die möchte ich euch jetzt noch eben zeigen. Das sind nämlich die Dinge, die jetzt noch als Blattwerk noch entsprechend noch in den unteren Bereich als Glanzeffekt noch mit reinkommen. Und dann habe ich noch ein sehr schönes Ehrengras in Schwarz, was die ganze Sache noch ein ganz klein bisschen auflockert. Das zeige ich euch jetzt und dann sind wir auch schon so gut wie fertig mit dem Kranz. Okay, bis gleich. So, ich habe hier noch so sehr schöne goldene Blätter.
Und diese Blätter kann man jetzt wunderschön noch hier in diesem Bereich des Kranzes unterbringen. Und zwar hier einfach zwischen die Blätter stecken. So, dann nimmt man einfach ein bisschen Heißkleber. So, einfach hier ein bisschen an dem Stiel was dran machen. Gar nicht viel. Und das kann man jetzt so schön hier zwischen die Blätter stecken. Und dadurch, dass die ja schön trocken sind, nehmen die den Heißkleber auch gut an. Und dann kann ich das hier noch so ein bisschen zwischensetzen, sodass das so ein bisschen goldiger noch ist. Das heißt, das Ganze, das glänzt dann auch noch mal so ein bisschen, aber ganz schlicht, es ist nicht aufdringlich. Und das kann ich natürlich jetzt hier über den Kranz verteilt noch mal so an einzelnen Stellen entsprechend unterbringen. Wie gesagt, einfach nur, wie gesagt, auf diesem Draht hier ein ganz klein bisschen Heißkleber anbringen und dann, so wie hier jetzt zum Beispiel, ja, da passt es gut hin, hier unterbringen, leicht andrücken und schon hat man dann hier ein sehr schönes goldenes Blatt noch mit drin. Das sieht dann schon sehr gut aus. Was gibt es noch an Möglichkeiten? Also man sollte natürlich den Kranz nicht überfrachten. Aber ich habe hier noch so ein paar Sterne aus Kokos. Die sind ausgestanzt. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Das ist nur ein Zusatz, falls jemand sagt, ach, ich möchte noch ein paar natürliche Materialien mit dran haben. Und dann kann man natürlich sagen, hey, ich möchte vielleicht hier oben noch mal einfach ein Sternchen reingesetzt haben. Oder man kann das auch natürlich sehr gut von der strukturierten Seite machen, indem man das einfach dann so als raue Struktur mit reinsetzt, finde ich auch sehr interessant, mal einfach das Gegensätzliche zu tun, nicht das, was so eigentlich gedacht ist. Und wenn man diese kleinen Sterne dann hier noch so mit reinsetzt, dann sind das so noch so ganz kleine Highlights. Das sind dann so die Dinge, die man erst vielleicht auf den zweiten Blick sieht. Auch wie gesagt, einfach nur in einen kleinen Klecks Heißkleber und dann eigentlich wirklich nur auf dem Material, was man da hat, einfach so eben leicht andrücken und schon zieht das an und ist dann entsprechend auch fest. Das gleiche nochmal hier auf dieser Seite. So, da haben wir gesagt, das machen wir hier hin. Genau, natürlich nicht direkt auf eine Blüte draufsetzen, das ist klar. Das gehe ich von aus, das wisst ihr auch ganz genau, dass man das natürlich immer in den Zwischenräumen dann so reinsetzt, damit das dann auch schön stimmig ist und auch gut aussieht. So, dann gucken wir nochmal, weil man ja im oberen Bereich dann natürlich auch nochmal guckt, dass man dann hier vielleicht nochmal einen hinsetzt. So. Ne? Gut, dann haben wir das hier schon. Und dann gibt es noch eine Kleinigkeit, die wollte ich euch auf jeden Fall noch eben ganz kurz zeigen. Die habe ich hier schon mal an einer Stelle ganz kurz drin. Das ist fast nicht zu sehen. Und zwar, das ist das hier. Das ist ein ganz feines Gras. Das ist fast so ein Ährengras. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Das ist kein Muss. Das muss nicht unbedingt. Das ist ganz, ganz leicht. Wenn ihr das sehen könnt, das ist ganz fein. Und um das Ganze jetzt so ganz, ganz, ganz fein aufzulockern, nochmal, kann man so als ganz kleines Highlight diese kleinen Ähren oder diese schwarzen Ähren einfach nochmal so in die Unterlage auch genauso gerade wie diese Trommelstöcke einfach so ein bisschen reinstecken. Und dann schweben die einfach noch so ein bisschen leicht so zwischen diesen anderen Sachen. Und ja, das gibt dem Ganzen dann noch den letzten Schliff. Es passt natürlich dann auch hervorragend. Wiederholt sich das dann nochmal in diese Holunder, sodass man dann sagen kann, aha, guck hier. Vielleicht, wie gesagt, die sind sehr so fein, dass ihr die, glaube ich, dann so nicht sehen könnt. Das ist jetzt hier in diesem Bereich, ne? Da sind die dann so ganz, ganz fein. Aber das ist kein Muss. Es gibt auch die Möglichkeit, natürlich bei so einem Kranz zu sagen, okay, ich nehme jetzt, was weiß ich da, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, Engelshaar zu nehmen, ne? Wenn man das ganz, ganz fein drüber setzt. Ihr könntet sogar eine Lichterkette einfach nochmal so ganz fein da durchziehen. Aber das fände ich jetzt hier bei diesem Kranz einfach schon so, wie er jetzt ist, einfach ausreichend. Ich zeige euch jetzt noch, was in die Mitte reinkommt. So, man kann die Mitte also einmal offen lassen. Also so wie hier, ne? Das jetzt ja von innen, dass da noch grün zu sehen ist. Ich habe jetzt hier noch eine Gaultherie in einem schwarzen Topf, der von unten dicht ist.
Die ist jetzt sehr gut gewässert gewesen und die stelle ich jetzt einfach hier in der Mitte rein. So. Verteile das so ein bisschen zwischen den ganzen gearbeiteten Dingen, die da schon so sind. So. Gut. So, und dann habe ich hier noch so zwei wunderschöne Kugeln. Und die setze ich jetzt einfach als Krönung nochmal einfach in diese Pflanze rein. Mit einem Efeudraht. So. Und das Ganze auf der anderen Seite auch nochmal. So. Genau, so ein bisschen die Früchte zur Seite nochmal nehmen. Jo. Und dann würde ich sagen, können wir mit diesem Kranz auf jeden Fall ganz entspannt in den Advent gehen. Ich werde euch den jetzt noch mal kurz zeigen an einem schönen Standort, wo man den auch wirklich wahrnehmen kann. Zwischen dem ganzen Gewusel hier an Arbeitsmaterialien und Resten und dergleichen sieht das dann noch ein bisschen, verschwimmt das so ein bisschen. Auf geht's, ich zeige euch jetzt, wie er dann wirklich gut aussieht. Ja, so sieht er jetzt aus. Das ist der fertige Adventskranz. Der nächste in den wunderschönen Beeren bis hin zu Kupfertönen. Und ich finde diese Farbkombination wunderschön. Vor allen Dingen ist er jetzt mal bis oben komplett durchgearbeitet. Also hat keinen Innenraum. Also ist letztendlich schon fast wie eine halbrunde Kugel. Und das sieht einfach schon sehr, sehr schön aus. Und vor allen Dingen durch diese Farbkombination von diesem Rostton über die natürlichen Materialien in diesem Violett, aber wie auch die adventlich-weihnachtlichen Elemente der Kugeln, die so wunderschön im Licht dann glänzen, wie aber auch, wie gesagt, diese Kerzen jetzt hier. Das ist alles schon eine sehr, sehr stimmige Geschichte. Und ich würde mich freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat mit der Möglichkeit, das Ganze dann auch nachzuarbeiten. Ich weiß, es sind, wie gesagt, sehr viele Materialien, aber das braucht ihr auch gar nicht, weil ihr könnt auch einfach reduzieren, dass ihr einfach sagt, nein, ich muss das jetzt nicht hier mit 5, 6, 7 Materialien machen, sondern ich reduziere das einfach und werde dann entsprechend ja, mit 4 Materialien vielleicht das Ganze in der ähnlichen Art aufarbeiten. Und das ist nämlich dann auch schon eine tolle, tolle Sache. Ich bedanke mich bei euch für eure Konzentration, weil das jetzt hier natürlich doch ein ganzes End länger gebraucht hat. Aber so ist es halt eben, wenn man wirklich Stück für Stück so einen aufwendigen Kranz zeigen will, dann geht das nicht eben einfach schnell, sondern dann braucht es einfach seine Zeit. Und ja, schön, dass ihr euch das angeschaut habt, mich begleitet habt bei der Erstellung dieses Adventkranzes. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch macht, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten fände ich es nach wie vor natürlich immer toll, wenn ihr sagt, ja, ich möchte diesen Kanal auf jeden Fall abonnieren, weil viele weitere Inspirationen und Ideen noch folgen werden. Und ich denke, das ist bestimmt immer für irgendwen irgendwas dabei. Geschmack ist immer eine ganz individuelle Geschichte, das weiß ich. Und wie gesagt, deswegen finde ich es auch wichtig, dass es einfach nur um die Idee an sich geht und vor allen Dingen auch um die Inspiration, was es an Möglichkeiten der Gestaltung gibt. Und das macht mir sehr viel Spaß, das mit euch zu teilen. Und ich wünsche euch auf diesem Weg erstmal alles Gute, einen schönen Tag morgen. Und ja, wie gesagt, bei diesem jetzt folgenden November macht es Freude, so einen Kranz auf dem Tisch stehen zu haben. Und dann einfach die Kerzen anzuzünden und zu sagen, super, auch die dunkle Jahreszeit kann man hervorragend im Haus mit schönen Dingen, die man sich umgibt, verbringen. Alles Gute wünsche euch, Ute. Bis dann. Tschüss.